Ich warne dich. Wenn du nicht mit deiner Frau redest, werde ich es tun. Können wir nicht heute Abend in aller Ruhe darüber reden? In aller Ruhe reden wir seit Monaten nicht. Weil du mir ausweichst. Weil du genau weißt, wie sehr ich dich brauche. Das nutzt du aus. Das ist nicht wahr. Aber ich kann doch nicht einfach zu Karin gehen und sagen, hör mal, wir müssen uns trennen. Sieh zu, wo du mit den Kindern bleibst. Ich. Ja? Ihr Mann möchte Sie sprechen. Er soll reinkommen. Ah, Tag, Dr. Werner. Ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Ich habe Sie schon ausrufen lassen. Du weißt, dass ich heute nach Hamburg muss. Also, worum geht's? Wahrscheinlich werden wir Ihre Geschichte, Herr Werner, am Wochenende rauswerfen. Ich habe schon veranlasst, dass man mit dem Druck bis morgen Mittag wartet. Wie bitte? Ich denke... Bevor Sie weiterreden, Folgendes. Ich habe heute Nacht eine Verabredung mit einem Typen, dem der Boden zu heiß unter den Füßen wird. So wie ich die Sache beurteile, handelt es sich nicht mehr um eine Milieustudie, die wir auch nächste Woche bringen könnten, sondern um eine brandheiße Sache, Menschenhandel. Wahrscheinlich auch Rauschgifte. Bist du einverstanden, Susanne? Wozu fragst du? Es ist nun mal üblich, dass der betroffene Ressortleiter und die Chefredakteurin über eine derart einschneidende Maßnahme in Kenntnis gesetzt werden. An diese Regel pflege ich mich zu halten. Mit anderen Worten, Sie bestimmen die Prioritäten. Herr Dr. Werner, niemand bezweifelt die Qualität Ihrer Arbeit. Aber aktuelle Berichterstattung hat nun mal Vorrang. Was Sie da vorhaben, ist doch wohl eher die Aufgabe der Polizei, oder? Abgesehen davon, dass solche Geschichten in Revolverblätter gehören. Je eher solche Verbrechen in die Öffentlichkeit gelangen, desto eher wird den Tätern das Handwerk gelegt. Also? Komm, hör auf, mach, was du willst. Ich habe keine Zeit mehr. Herr Dr. Werner, vergnügtes Wochenende. Und grüßen Sie Ihre reizende Frau von mir. Wir sehen uns ja noch, Susanne. Na, woher weißt du, ob der Blockade? Wir aufpassen, kann nichts passieren. Hör auf zu quatschen. Zieh mir den Gespann an. Ich hab gesagt, die Pferde sollen. So, meine Lieben. Schluss jetzt. Oh, Mensch, du hast uns versprochen, dass die Sendung zu Ende sehen dürfen. Ja, aber ihr müsst doch noch Schulaufgaben machen. Komm, Hopp, Hopp. Der hat die Sachen weg. Die stehen überall im Weg. Ja, der Bein. Dann macht's mal gut. Sonntagabend bin ich wieder da. Ach, Mensch, immer bist du weg. Tja, so ist es nun mal. Der Beruf eures Vaters verlangt eben den ganzen Mann. Tag und Nacht mit Haut und Haar. Was soll das? Spielt nicht rum, fangt endlich an. Ja, ja. Malt was Schönes, hm? Bald machen wir ganz was Tolles, hm? Tschüss. Das sagst du immer. Was ist denn los mit dir? Ach, lass mich. Weißt du, was das Schlimmste an der Sache ist? Das Ganze hat nicht mal Niveau. Du lügst wie ein drittklassiger Schauspieler in einer viertklassigen Komödie. Glaubst du etwa, ich weiß nicht, was da seit einem halben Jahr läuft? Geschäftsreisen, tja. Mein Gott, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ach, hör doch auf, mich für blöd zu verkaufen. Was ist eigentlich dran an dieser Krüge? Ist sie besser im Bett? Auf diesem Niveau rede ich überhaupt nicht mit dir. Nein. Du nicht, du Feigling. Du Feigling, lass mich los! Du darfst mich loslassen! Alter, sei doch still, die Kinder! Es ist mir egal, lass mich los! Ich sage dir, ich bringe sie um, gell? Dieses Miststück. Ich garantiere es dir, ich bringe sie um. Komm, hör auf. Wir reden in aller Ruhe darüber, aber jetzt muss ich gehen. Es tut mir leid. Wenn du es wenigstens zugeben würdest. Da gibt's nichts zuzugeben. Verdammt nochmal, du kannst einen wirklich rasend machen mit deiner Eifersucht. Hau ab! Hau endlich ab, du! Du hast dich als Privatdetektiv verkleidet. Von dieser Art Recherchen verstehst du immer noch nichts. Was machst du eigentlich in Hamburg? Ich gehe ins Theater. In die Fidelio-Premiere. Im Übrigen hast du vollkommen recht. Von dieser Art Journalismus, im Dreck anderer zu wühlen, Bestechungsgelder und Schmiergelder zu zahlen, da habe ich wirklich keine Ahnung von. Mich widert das an.
Aber dass wir die Auflage von 250.000 zu Zeiten deiner Eltern auf über 1 Million gesteigert haben, das nimmst du gerne in Kauf, ja? Ich habe es in Kauf genommen bisher. Aber von gerne kann wirklich nicht die Rede sein. Was heißt das, bisher? Merkst du eigentlich nicht, dass du störst? Was meinst du eigentlich mit deinem bisher? Weil ich bisher angenommen habe, dass du die Konsequenzen ziehst. Aber anscheinend bist du unfähig dazu, also werde ich es tun. Lass mich doch los. Du willst dich scheiden lassen? Ja. Das kommt aber ein bisschen plötzlich, ja? Ach komm doch, Harald. Wir haben unsere Probleme doch nicht erst seit gestern. Außerdem wäre es mir lieb, wenn du hier ausziehst. Und das sagst du mir so, zwischen Tür und Angel, einfach so. 10 Jahre Ehe, 10 Jahre gemeinsame Arbeit, einfach weg. Gemeinsame Arbeit, dass ich nicht lache. Du bestimmst doch, was passiert. Ich bin Chefredakteur und du entscheidest. Und jetzt lass mich in Ruhe, ich muss weg. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Glaubst du im Ernst, ich würde das alles aufgeben? Wenn ich mich recht erinnere, haben meine Eltern für diesen Fall einen Passus im Vertrag, den du unterschrieben hast. Jahrelang hast du dich um deine Kultur gekümmert und mich meine Arbeit machen lassen. Aber seit dieser Dr. Werner da ist, mischst du dich in alles ein. Wenn du glaubst, ich werde es zulassen, dass du und der Werner das Blatt ruinieren, dann irrst du dich gewaltig. Du wirst es zulassen müssen. Aber bis dahin spiel ruhig weiter, Detektiv. Und vergiss deinen Colt nicht. Cowboys und Detektive brauchen sowas. Du siehst hinreißend aus. Wie war die Fahrt? Viel Verkehr? Was ist los, Susanne? Bitte gib mir Frau die Karte. Ich möchte im Augenblick nicht speisen. Vielleicht später, danke. Wie Sie wünschen, Frau. Ja. Fabelhaft. Genau die richtige Temperatur. Die Geschichte von heute Nachmittag noch im Magen. Na komm, vergiss es. Hör zu, ich bin es leid, versteckt zu spielen. Ich treffe mich morgen mit meinem Anwalt, um die Scheidung und die geschäftliche Trennung von Harald zu besprechen. Ich habe es Harald heute klipp und klar gesagt. Tja. Du, ich warne dich. Wenn du das Ganze nur als ein erotisches Zwischenspiel betrachtest, nicht mit mir. Thank you.
Tja, liebe Frau Krüger, wenn Sie sich scheiden lassen wollen, müssen Sie erst mal ein Jahr lang von Ihrem Mann getrennt leben. Ein zweites Problem ist das Finanzielle. Als Ihre Eltern Ihrem Mann damals für seinen Verzicht auf Zugewinn Anteile am Unternehmen übertragen haben, konnten Sie natürlich kaum annehmen, dass diese mal so viel wert haben würden. Die enorme Steigerung der Auflagen... Was sind Sie denn wert? Ich habe ausgehend von den Durchschnittsgewinnen der letzten 10 Jahre und einem angemessenen Kapitalisierungszinsfuß einen Wert von ca. 3,5 Millionen errechnet. Wenn ich Ihnen einen Vorschlag machen darf. Warum sollte eine private Trennung automatisch eine geschäftliche nach sich ziehen? Ihr Mann ist ein hervorragender Journalist. Es wäre doch nicht das erste Mal, dass gemeinsame geschäftliche Interessen durch eine private Trennung unberührt bleiben. Da liegt das Problem. Als wir geheiratet haben, war ich noch jung und unerfahren. Nach dem Tod meiner Eltern wollte Harald einfach nicht begreifen, dass ich jetzt den Verlag zu leiten habe. Gerade diese Schwierigkeiten haben ja unsere Ehe kaputt gemacht. Haben Sie mit Ihrem Mann über diese Dinge schon mal gesprochen? Völlig sinnlos. Er betrachtet die Illustrierte als sein Lebenswerk und würde niemals freiwillig aufgeben. Was halten Sie davon, wenn ich mal mit ihm reden würde? Ich kann nicht mehr mit ihm arbeiten. Das Geld werde ich mir irgendwie beschaffen. Und wenn ich das Haus meiner Eltern verkaufen muss. Wo ist Ihr Mann am Wochenende? Wahrscheinlich im Verlag. Aber ich halte es nicht für klug, wenn Sie ihn da treffen. Ach, Herr Dr. Renz. Ich habe zwar Ihren Besuch erwartet, aber nicht hier. Ich finde, Ihr Boot ist ein idealer Treffpunkt. Also kommen Sie zur Sache. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag unterbreiten, der mir, Ihre Fairness vorausgesetzt, akzeptabel erscheint. Sie sind in der Branche so bekannt, dass es Ihnen sicher ein leichtes sein würde, einen neuen Wirkungskreis aufzubauen. Sie lösen Ihren Vertrag ab sofort in beiderseitigem Einvernehmen und Ihre Frau zahlt Ihnen Ihren Anteil aus, in Raten, die der Verlag verkraften kann. Meine Frau scheint mich ständig misszuverstehen. Es geht mir nicht um Geld. Es geht mir darum, dass ich es geschafft habe, aus einer kleinen Firma ein solides Unternehmen aufzubauen. Das einer Menge Menschen einen sicheren Arbeitsplatz bietet. 10 Jahre meines Lebens stecken darin, das wissen Sie. Entschuldigen Sie. Ich denke gar nicht dran, mich so einfach abschieben zu lassen. Laut Vertrag kann Ihre Frau im Falle der Ehescheidung auch das Arbeitsverhältnis mit Ihnen lösen. Das haben Sie unterschrieben, Herr Krüger. Außerdem, ich kann mir nicht vorstellen, wie Sie weiter mit Ihrer Frau zusammenarbeiten wollen. Ich halte meine Frau für klug genug, dass es ihrem in den letzten Jahren sehr stark entwickelten Selbstbewusstsein keinen Abbruch tut, wenn sie sich um ihr Ressort kümmert und das Machen mir überlässt. Vom Machen eines Blattes versteht sie nämlich überhaupt nichts. Herr Krüger, der Entschluss Ihrer Frau ist unumstößlich. Dann sagen Sie ihr, wenn sie mich zwingt aufzugeben, dann werde ich meinen Anteil in voller Höhe fordern. Auch wenn das Blatt dabei drauf geht. Wo bleibt Ihr Engagement für die Arbeitsplätze? Die interessieren mich sehr, aber einer mehr als alle anderen. Ihr eigener? Sie mögen das für egoistisch halten, aber es ist eine Tatsache, mit der Susanne und auch Sie sich abfinden müssen. Tja, dann will ich Sie nicht länger bei Ihrem Hobby stören. Tut mir leid, dass Sie den weiten Weg umsonst gemacht haben. Ich habe da jemanden am Apparat, der sagt seinen Namen nicht. Stell durch, Eva. Ich stell durch. Krüger, ja?
War es heute Abend? Ja, unmöglich. Heute geht's auf gar keinen Fall. Moment, warten Sie mal. Eva, stellen Sie fest, ob dieser Matula zu Hause ist. Wenn ja, ich muss ihn dringend sprechen. Sofort. Gut, ich bin einverstanden. Sagen wir, wir treffen uns so gegen 18 Uhr in meinem Büro. Was, sind Sie wahnsinnig? Glauben Sie, ich gehe mit 50 Mille in der Tasche allein in dieser Gegend? Moment mal bitte. Ja? Der Herr Matula. Sagen Sie, er soll dranbleiben. Gut, ich bin einverstanden. Sagen wir, wir treffen uns so gegen 22 Uhr? Ja, allein. Wiedersehen. Eva, sagen Sie das Abendessen um 7 Uhr mit meinem Anwalt ab und dann verbinden Sie mich mit Matula. Ihre Frau kommt gerade rein. Der Matula? Soll warten, bis ich mit meiner Frau gesprochen habe. Das kann so nicht rausgehen. War es schön in Hamburg? Du lässt es also auf einen Prozess ankommen, hat Dr. Renz gesagt. Bist du heute Abend zu Hause? Warum? Ich hätte gerne mal in Ruhe mit dir gesprochen. Das passt mir heute überhaupt nicht. Ich habe noch lange im Verlag zu tun, dann fahre ich zwar nach Hause, aber ich bleibe nicht da. Du schläfst woanders? Ja. Dann sprechen wir uns also morgen. Gute Nacht. Eva, geben Sie mir jetzt den Matula. Taka Matula. Ich brauch Sie mal wieder. So, das wäre jetzt der Donnerstag. Und was wollt ihr am Freitag sehen? Also ich möchte den fliegenden Omnibus. Mhm. Ich auch. Moment mal. Bin gleich wieder da, gell? Werner? Nein? Wieso? Alles in Ordnung. Tja, auf einen Tag mehr oder weniger kommt es ja wohl nicht drauf an. Viel Spaß. Bitte ein Taxi in die Rheinstraße Nummer 30, Dr. Werner. Danke sehr. Wer war das? Das war der Papi. Der kommt heute Abend nicht nach Hause. Er musste wieder geschäftlich weg. Schon wieder? Tja. In der Anfangszeitung war das viel besser. Ja, jetzt hört mal zu. Also ich muss auch mal kurz weg. Und ihr macht euch jetzt noch ein Brot und geht bitte spätestens um 8:30 ins Bett. Kann ich mich drauf verlassen? Na klar, Mama. Ja. Also. Da gibt's was ja, du, das bereden wir morgen, ja, gell? Wann kommst du? Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich schlaft ihr da schon. Also jetzt streicht es mal an, hm? Restaurant, wenn die gnädige Frau kommt? Nein, bitte sagen Sie, dass ich auf dem Zimmer bin. Ist in Ordnung, Herr Dr. Werner. Ich wünsche einen recht angenehmen Aufenthalt.
Guten Abend. Guten Abend, Frau Werner. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, das ist schwierig. Ich bin verabredet. Ja, ich weiß, mit meinem Mann. Genau darüber wollte ich mit Ihnen reden. Ja. Aber es muss ja wohl nicht hier in der Tür sein, oder? Also, na schön, vielleicht ist es ganz gut so. Bitte kommen Sie rein. Haben Sie das Geld? Haben Sie die Unterlagen? Filme. Ich will Namen, Transaktionen, Konten. Alles da drauf. Und warum keine Fotokopien? Ich komme nur kurzfristig an das Material. Ich kann es nicht aus dem Raum nehmen, in dem es ist. Und da gibt's nun mal keine Fotokopierer. Wollen Sie die Filme oder nicht? Und wer garantiert mir, dass da überhaupt was drauf ist? Mir halt vertrauen. Ihnen vertrauen, ja. Schwierigkeiten, Chef. Er will mir Filme geben. Sie zahlen erst, wenn Sie gesehen haben, was drauf ist. Kein Weg. Nicht Sie haben mir das sagen, sondern mein Freund. Nicht der Freund, dieser. Los, legen Sie die Filme hin und steigen Sie aus. Das wird Ihnen leid tun. Keine Sprüche. Wir prüfen die Filme. Und wenn das drauf ist, was Sie behaupten, und wie die Gangster damit hinter Gitter kriegen, kriegen Sie Ihr Geld. Anruf genügt. Los, steigen Sie aus. Fahren Sie los. Bitte einen Abend. Danke. Bitte geben Sie das der gnädigen Frau, falls sie inzwischen kommen sollte. Ich bin in anderthalb Stunden wieder da. In Ordnung, Herr Dr. Werner. Soll ich noch was persönlich ausrichten? Nein, nein, steht alles in dem Brief.
Jetzt bin ich einfach nach Hause gefahren, ohne Sie abzusetzen. Oh, ich nehme ein Taxi. Spesen gehen auf Ihre Rechnung. Sie können auf meine Rechnung setzen, was Sie wollen. So wie Sie die Sache heute Abend geschaukelt haben. Kommen Sie rein, wir trinken noch einen zusammen. Okay. Verstehe ich nicht. Meine Frau wollte doch heute Abend wegfahren. Störe ich? Unsinn. Ich werde wohl noch einen Schluck mit Ihnen trinken dürfen, auch wenn meine Frau zu Hause ist. Bitte. Susanne? Gehen Sie schon mal rein, vielleicht ist hier oben. Susanne, Herr Krüger! Ja? Herr Krüger, es ist was passiert. Was passiert? Was machen Sie denn für ein Gesicht? Kommen Sie. Gottes Willen. Susanne. Ist sie tot? Erschossen. Aber wieso? Mein Gott, ich verstehe nicht. Die Kommode ist aufgebrochen. Die Kommode? Und die Terrassentür. Sie meinen einen Einbruch? Sieht so aus. Ich verstehe nichts. Mein Gott, wieso ist sie überhaupt hier? Sie wollte doch weg. Ich werde jetzt die Polizei verständigen. Bitte, rühren Sie nichts an. Entschuldigung, ich habe so einen Gedanken. Mein Gott, ich verstehe gar nichts. Bleiben Sie, wo Sie sind. Also fassen wir noch mal zusammen. Ihre Frau ist aus relativ kurzer Distanz durch zwei Schüsse in den Rücken tödlich verletzt worden. Sie versuchte, sich zum Telefon zu schleppen, brach aber tot zusammen, bevor sie es erreichte. Von wo die Schüsse abgefeuert wurden, haben wir bis jetzt nicht feststellen können. Nach ersten Untersuchungen trat der Tod vermutlich zwischen 20 und 21 Uhr ein. Von 19 bis etwa gegen 22.45 Uhr, Herr Krüger, waren Sie mit Herrn Matula zusammen, richtig? Mhm. Von 19 bis 21.15 Uhr waren Sie in der Krone Essen. Wo Sie dann waren, wollen Sie nichts sagen? Sie müssen das verstehen. Na gut. Ich habe noch nie verlangt, mir mehr zu erzählen, als für meine Arbeit wichtig ist. Glauben Sie mir, Herr Kommissar, dass ich alles daran setzen werde, Ihnen bei der Aufklärung behilflich zu sein. Herr Krüger, ist es richtig, dass der Mord an Ihrer Frau genau zum richtigen Zeitpunkt kommt? Sie wollen mir doch nicht etwa unterstellen, dass ich... Ich unterstelle gar nichts.
Ich stelle nur fest, dass Ihre Frau endgültig entschlossen war, sich scheiden zu lassen. Und sich auch geschäftlich von Ihnen zu trennen. Das nennt man ein klassisches Motiv, Herr Krüger. Meinen Sie, ich weiß das nicht? Stimmt das, Herr Krüger? Ja. Und wem gehört die Firma jetzt? Mir. Aha. Bleiben wir bei den Fakten. Die Terrassentür war aufgebrochen und die Kommode ebenfalls. Etwa 2000 Mark fehlen und Schmuck im Wert von ca. 30.000 Mark. Es sieht so aus, als habe ein Einbrecher Frau Krüger erschossen, weil er von ihr überrascht wurde. Merkwürdig ist nur, dass sie von hinten erschossen wurde. Eigenartig, im Keller ist auch ein Fenster aufgebrochen. Ich verstehe nicht, wie... Ach du lieber Himmel, das hatte ich völlig vergessen. Das habe ich vor ein paar Tagen selber gemacht, als ich meine Schlüssel im Verlag vergessen hatte und meine Frau nicht zu Hause war. Gut. Ja, es ist spät. Machen wir Schluss für heute. Und wie gedenken Sie sicherzustellen, dass in dem Haus alles so bleibt, wie es ist? Unter diesen Umständen sehe ich mich gezwungen zu beantragen, dass das Haus beschlagnahmt und versiegelt wird. Herr Krüger, macht es Ihnen was aus, für ein, zwei Tage ins Hotel zu ziehen? Aber keineswegs. Auf meine Mitarbeit können Sie zählen, Herr Kommissar. Auf meine ebenfalls. Übrigens, Herr Kommissar, Herr Matula und ich waren gestern nach dem Abendessen mit einem Mann verabredet, der uns diese Filme gab. Bitte. Wenn das drauf ist, was ich vermute, können wir uns gratulieren. Vielen Dank. Ich nehme an, die Herren haben nicht vor zu verreisen. Ich brauche sie nämlich noch. Herr Krüger. Kommst du mit? Herr Krüger, eine ganz persönliche Frage. Hatte Ihre Frau einen Geliebten? Nein, das glaube ich nicht. Herr Krüger. Ja. Wissen Sie wen? Dr. Werner. Ja? Hallo? Wer? Polizei? Ja, hier ist Dr. Werner. Was? Das ist ja entsetzlich. Um 8 Uhr. Ja, ich stehe selbstverständlich zur Verfügung. Endlich bist du da. Ich habe mir schon wahnsinnige Sorgen gemacht. Wieso bist du denn hier? Zieh erst mal den Mantel aus. Mein Schal? Wie kommt denn mein Schal dahin? Den hast du umgehabt. Ich habe ihn doch gerade dir abgenommen. Hörst du? Ja, aber warum hast... Bitte, Karin, frag jetzt nicht. Du nimmst ein paar Tabletten... Und dann schläfst du dich gründlich aus. Oh, fass mich nicht an. Was willst du denn noch von mir? Bitte, Karin, hör zu. Ach.
Du und ich, wir beide waren heute Abend, den ganzen Abend zusammen. Aber wieso denn zusammen? Ich bin gleich wieder da. Ach, ich bin müde. Komm, nimm das. Sie hat gesagt, dass du dich scheiden musst. Niemand hat irgendetwas gesagt. Hör zu, du und ich, wir beide, waren heute Abend im Kino, im Lux. Wir haben den Film Am Goldenen See gesehen. Erinnerst du dich? Mann, 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 jedes Mal, wenn ich für diesen Krüger gearbeitet habe, gab es Probleme. Probleme? Was heißt Probleme? Ein Mord ist passiert. Die Susanne. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich verstehe es ja, dass es dir an die Nieren geht. Gar nichts verstehst du. Ich habe die Susanne schon als Kind gekannt. Ist ja schon gut. Trotzdem, findest du nicht, dass du dem Krüger gegenüber ziemlich voreingenommen bist? Das Alibi jedenfalls ist hieb- und stichfest. Das ist es ja gerade. Also schön reden wir über deine Theorie mit dem gekauften Killer. Glaubst du wirklich, dass Krüger so dämlich ist, jemanden zu seinem Mitwisser zu machen? Außerdem, warum sollte er seine Frau jetzt gerade umbringen lassen und nicht früher, wo alles noch nicht so rum war, mit der Scheidung und allem? Das kann auch das Raffinierte daran sein, es gerade jetzt zu tun. Weil jeder fragen wird, warum sollte er? So dumm kann er doch gar nicht sein. Das sollen wir vielleicht denken. Und wo nimmst du den Killer her? Schließlich kann man ja keine Annonce aufgeben. Er war doch oft mit ihr in einschlägigen Kreisen. Da kann er doch längst jemanden kennengelernt haben. Gut. Aber dann wäre Krüger wirklich dümmer, als ich dachte. Und dann wäre da noch jemand. Dieser Dr. Werner, der Geliebte von Susanne. Warum sollte er? Oder seine Frau aus Eifersucht. Ach. Noch nie davon gehört? Schon möglich, aber unwahrscheinlich. Da spricht doch der ganze Einbruch dagegen. Gut, gut, gut. Trotzdem, ich werde mir die beiden mal ansehen. Noch einen Schluck? Danke. Mir reicht's für heute. Entschuldigung, Chef. Aber das mit Ihrer Frau, ich kann sie immer noch nicht fassen. Ist schon gut, Eva. Herr Matula, ich möchte, dass Sie an der Aufklärung des Mordes mitarbeiten. Oh, das hätte ich auch so getan. Ich schätze Sie so ein. Dennoch will ich, dass Sie in meinem Auftrag arbeiten. Bei den Verdächtigungen gegen mich habe ich das größte Interesse daran, dass der Mörder gefunden wird. Ach ja, hier ist übrigens die Adresse des Hotels, in dem Sie meine Frau und Dr. Werner, sagen wir mal, zu treffen pflegten. Ich bin Ihnen nämlich mal nachgefahren. Warum haben Sie der Polizei nichts davon erzählt? Ach, entschuldigen Sie. Ja? Ein Herr vor der Polizei möchte Sie sprechen, Chef. Soll reinkommen. Herr Matula, Sie haben jede Summe zur Verfügung. Der Freund kommt, der Helfer geht. Guten Morgen, Herr Krüger. Guten Morgen, Herr Kommissar. Entschuldigen Sie bitte, dass ich hier so einbringe. Mein Name ist Matula, ich bin Privatdetektiv. Ich will Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Sicher sind Sie auch daran interessiert, den Mörder von Frau Krüger zu finden. Bitte? Meine Frau? Guten Morgen. Tag. Also, fragen Sie. Aber ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir der Polizei bereits alles gesagt haben, was wir sagen können. Wieso sind Sie heute nicht im Verlag? Herr Krüger hat mich beurlaubt. Aus naheliegenden Gründen. Als ehemaliger Liebhaber seiner Frau verständlich. Bewundernswert. Was? Mit welcher, sagen wir mal, Kontenance Ihre Frau das hinnimmt. Lassen Sie Ihre Ironie. Es ist einzig und allein unsere Angelegenheit. Natürlich.
Vorgestern Abend waren Sie, Herr Dr. Werner, mit Frau Krüger verabredet? Ja, ich wusste es. Nachdem wir uns ausgesprochen hatten, da hat er abgesagt und dann sind wir ins Kino gegangen. Durchaus normal. Die Ehefrau erklärt ihrem Mann, dass sie von dessen Techtelmechtel weiß und beide gehen ins Kino. Was wollen Sie damit sagen? Dass ich Ihnen das Kino nicht abnehme, Herr Dr. Werner. Ich war nämlich in dem Hotel, in dem Sie sich mit Frau Krüger zu treffen pflegten. In der Mordnacht haben Sie dort vergebens auf Sie gewartet. Diesen Brief haben Sie um 21.35 Uhr hinterlegt, falls sie kommen sollte. Dann sind Sie zu ihr gefahren. Warum also die ganze Geschichte mit dem Kino? Ich hab's ja gewusst. Bitte lassen Sie uns jetzt allein. Wir werden ohne Anwalt kein Wort mehr sagen. Einen Anwalt werden Sie auch dringend benötigen. Guten Tag. Peter! Ja? Ich muss dich unbedingt sprechen. Ich dich auch. Weißt du, wer in meinem Büro angerufen hat, kurz nachdem du weg warst und mich um einen Termin gebeten hat? Sag bloß die Werner. Du hast es erraten. Ich werde mir mal anhören, was die wollen. Oh, das kann ich dir sagen. Die brauchen dich händeringend. Ich habe mir mal ihre Kinder vorgenommen. Ja? Um 7:30 hat sie ein Taxi bestellt und ist damit weggefahren. Wohin wohl? Dr. Werner hat im Hotel auf Frau Krüger gewartet. Als sie nicht kam, ist er zu ihr gefahren. Dabei war er so dumm, an der Rezeption einen Brief zu hinterlassen, wo er das ankündigt. Und du hast diesen Brief? Nicht mehr, ich habe ihn der Polizei gegeben. Ach, wieso denn das? Und wieso denn nicht? Du hättest ihn zunächst mal mir zeigen können. Ach, entscheidest du, wann die Polizei Beweismittel in die Hand bekommt? Auch die Polizei spielt ihre Trümpfe erst dann aus, wenn sie es für zweckmäßig hält. Du redest ganz wie der Anwalt von Dr. Werner. Und du wie der von Krüger. Der braucht keinen Verteidiger. Der hat einen Alibi-Zeugen mit bestem Leumund. Und wie weit bist du? Gleich fertig. Das hier kommt dann in das Nebenzimmer. Ja, doch. Also, Herr Dr. Reins, wenn Sie die Fenster putzen, beziehungsweise Ihre Putzfrau die Fenster putzen möchte, oder, Vorsicht, ja, oder die Blumen gießen, mhm, dann müssen Sie unbedingt diesen Schalter, ich darf Ihnen das zeigen, ja, diesen Schalter hier umlegen. Aha. Ich werde das mal vorfinden. Also hier drinnen, in diesen beiden Kästchen, ja, hier sitzt die Lichtschranke. Mhm. Das ist ein unsichtbarer Lichtstrahl. Ich werde Ihnen das vorführen. Ich schalte die Alarmanlage ein. Mhm. So, und wenn jetzt ein Gegenstand oder eine Person oder irgendjemand diesen unsichtbaren Lichtstrahl unterbricht, und so eine unsichtbare Lichtschranke, die kann man überall einbauen? Ja, sicher. Und man könnte sie auch. Was? Nichts. Ich nehme an, Sie kommen auch ohne mich zurecht. Natürlich. Ja, dann entschuldigen Sie mich. Ich schreibe Ihnen so eine Art Gebrauchsanweisung und lasse sie dann hier auf dem Tisch liegen. Ja, bis später. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Jetzt hör mir doch endlich mal zu. Halt mich für verrückt, für übergeschnappt. Aber der Krüger, der kann mit Elektronik umgehen. Verstehst du? Nee. Mensch, warum will der Krüger so dringend in sein Haus? Warum? Die ganze Zeit nervt er damit die Polizei. Warum denn? Ich wohne auch lieber zu Hause als im Hotel. Komm, hör auf, Mensch. Überleg doch mal. Bastler. Macht alles selbst.
Kapierst du denn nicht? Moment. Als wir die Leiche fanden, die Stereoanlage. Der Knopf an der Stereoanlage. Was? Was für ein Knopf? Und das aufgebrochene Kellerfenster. Und der Schrecken. Als die Terrassentür und auf die Kommode. Na endlich. Lass den Kerl nicht aus den Augen. Ja? Frau Werner, Herr Dr. Werner. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Ich mache keine Aussage ohne Anwalt. Das ist Ihr Recht. Aber wollen Sie nicht hören, was wir inzwischen rausgefunden haben? Ja, was ist? Dr. Renz möchte Sie dringend sprechen. Ich habe jetzt keine Zeit. Herr Dr. Renz ist unser Anwalt. Aha. Soll reinkommen. Herr Dr. Renz, kommen Sie bitte. Ah, Tag, Herr Kommissar. Herr Renz. Guten Tag, Frau Werner. Herr Werner. Vielen Dank, dass Sie uns helfen wollen. Tja, bevor ich nicht weiß, um was es geht, kann ich auch nicht sagen, ob ich Ihren Fall nun übernehmen kann. Deshalb möchte ich Sie bitten, Herr Kommissar, dass ich mit Herrn und Frau Werner erst mal allein sprechen kann. Das können Sie gerne, aber wollen Sie nicht vorher wissen, wie weit wir mit unserer Arbeit sind? Gut. Bitte nehmen Sie Platz. Aber ob ich Ihren Fall nun übernehme oder nicht, Fragen zur Sache brauchen Sie nicht zu beantworten. Ich stelle keine Fragen, Herr Rechtsanwalt. Also, Frau Werner, gegen 19.45 Uhr sind Sie mit einem Taxi bei Frau Krüger vorgefahren. Eine Nachbarin hat Sie gesehen und die Kleidung beschrieben, die wir später in Ihrer Wohnung sichergestellt haben. Den Taxifahrer finden wir auch noch, das garantiere ich Ihnen. Herr Dr. Werner, besitzen Sie eine Waffe? Nein. Warum haben Sie sich dann einen Waffenschein ausstellen lassen? Ich habe bereits gesagt, ich beantworte Fragen erst dann, wenn wir mit Herrn Dr. Renz alleine gesprochen haben. Dann beantworte ich meine Frage selbst. Sie haben vor 7 Jahren in München einen Waffenschein beantragt, weil Sie wegen gewisser Publikationen Racheakte von Rechtsextremisten befürchteten. Dem Antrag wurde stattgegeben. Sie erhielten den Waffenschein Nummer 7658342 und kauften sich eine Walther 765. Diese Waffe haben wir in Ihrer Wohnung nicht gefunden, wohl aber 765er Munition. So, jetzt können Sie mit Herrn Dr. Renz konferieren und mir dann sagen, wo die Waffe ist. Meine Herren, Frau Krüger wurde nämlich mit einer 765er erschossen. 80% aller Pistolen sind 765er. Trotzdem behaupte ich, Frau Werner suchte am Abend der Tat eine Aussprache mit Susanne Krüger. Im Verlauf dieser Aussprache hat sie dann aus Eifersucht Susanne Krüger erschossen, und zwar mit der 765er ihres Mannes. Nein! Herr Dr. Werner war am selben Abend mit Frau Krüger verabredet. Als sie nicht kam, ist er zu ihr gefahren. Er fand Frau Krüger tot und seine Frau. Um die zu schützen, täuschte er einen Einbruch vor. Frau Werner, der Staatsanwalt wird umgehend einen Haftbefehl wegen Mordverdacht gegen Sie beantragen. Herr Dr. Werner wäre wahrscheinlich nur einer Strafvereitelung zu bezichtigen, aber dies unter Ehegatten nicht strafbar. Tja, dann wünsche ich eine gute Unterhaltung, Herr Dr. Renz. Thank you.
Ja, Herr Krüger. Gut ausgetüftelt. Sie wussten genau, dass Ihre Frau abends immer die Kontaktlinsen einsetzt. Soll ich Ihnen zeigen, wie sie es gemacht hat? Nämlich so. Und damit durchbrach sie die Lichtschranke, die sie hier eingebaut haben. Die Klappe öffnete sich. Und als Ihre Frau durch diese Tür gegangen ist, unterbrach sie die zweite Lichtschranke, die sie hier eingebaut haben. Und löste damit die Schüsse aus. Fast hätte er geklappt, der perfekte Mord in Abwesenheit des Mörders. Mit mir als Alibi-Zeugen. Sehen Sie, Herr Krüger, das nehme ich Ihnen besonders übel. Dass Sie mich als nützlichen Idioten in Ihren Plan eingebaut haben. Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet ich das entdecken muss. Ich rufe jetzt Ihren Freund an, den Kommissar. Doktorin. Frau Werner. Vielen Dank. Eigentlich hat ja Herr Matula den Krüger gestellt. Ja, dann auch Ihnen vielen Dank. Obwohl ich Sie am Anfang fast gehasst habe. Ach, wissen Sie, das kann ihm schon mal passieren, dass er sich vergaloppiert. Aber am Ende siegt dann immer seine Intelligenz. Hauptsächlich dank meines Instinktes. Sehr komisch. Tja, also dann nochmals vielen Dank. Wiedersehen. Na, hoffentlich ist der Kerl jetzt erwachsen. Eine fabelhafte Frau, diese Karin. Ich höre mal Karin. Komm, red keinen Quatsch.